Was wird uns hier oben erwarten? Wird es ein schlimmes Ende sein? Wird es ein schönes Ende sein? Ich hoffe auf ein schönes Ende. Auf ein Happy End. Bitte, Spiel. Tu mir das nicht an. Okay, hier oben haben die beiden sich immer getroffen. Im Geheimen. Und wir machen natürlich die Lampen an. Aber das mit der schönen Lichterkette gefällt mir schon ganz gut. So, was ist das für ein Brief? Zeichnung. Sam, ich werde nie vergessen, was wir hatten. Bleib stark. Zeig's allen richtig. Ich liebe dich. Lonnie. Oh. Oh. Oh my God. Katie. I fell asleep in the attic. And Lonnie in my old spot. And I missed the first two calls. Oh. I just barely caught the third one before the machine got it. And it was Lonnie. On a payphone. She'd been on the bus to Basic, and she said she couldn't think of anything but me and us. And that she couldn't go through with it. With the army and being a part and all of it. And so she got off the bus in Salem. Oh. She said, Sam, I want you to pack up everything you can and get in your car and come find me. And let's just drive until we find somewhere. Aww. For us. And she asked me if I could do that. And I said yes. Yes. Natürlich. Was auch sonst? Was auch sonst? Also, ich habe ja gesagt. Süß. Also sie hat natürlich ja gesagt, sie hat sie abgeholt und jetzt ist sie nicht mehr hier. Einfach abgehauen. Oh, eine rote Lampe. Schön. Die ist nicht rot, schade. Flasche, was ist das? Plain Alkaline Fixer. Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Aber hier haben wir ein schönes Augenbild. Dann haben wir hier noch so ein High Contrast. Wahrscheinlich hier für diese Fotografie, ne? Dieses Zeug, was man hier reinlegt wahrscheinlich. Bisulfit Stop Bar. Ja, wahrscheinlich. Ich denke mal. So, was ist das hier? Oh, das ist ihre Army-Uniform. Oh, guck mal. Och. Das Bild ist doch Zucker. Das Bild ist doch Zucker, Freunde. Das freut mich, dass sie sich gefunden haben. Das ist ein Happy End, von dem ich gerade gesprochen habe. Fotopapier. Ja, damit macht man eben die Fotos. Das macht Sinn, dass es hier liegt. Ich habe gerade Klopapier gelesen. Fotopapier, ist da irgendwas dahinter? Huch, nein, warte. Keine geheime Nachricht von den beiden. Ach, schön. Und guck mal hier, Schatten. Schattenspiele. Sehr, sehr cool. Es sieht nach einem Happy End aus, Freunde. Und gleich liegen beide Leichen hier oder sowas. Ich habe immer noch Angst. Das ist der letzte Raum. Was ist das denn hier? Brief an Katie lesen. Briefe! Katie, I'm so sorry. Oh. That I can't be there to see you in person. Ooh. That I can't tell you all this myself. But I hope as you read this journal and you think back, that you'll understand why I had to do what I did. And that you won't be sad and you won't hate me. And you'll just know that I am where I need to be. Aww. I love you so much, Katie. I'll see you again. Schwesterherz. Schwesterherz. Ach schön, es war ein Happy End. Auch wenn wir unsere Schwester verloren haben, sie ist halt mit ihrer Freundin weg. Vollkommen okay. Man kann sich eben nicht aussuchen, wie man liebt. Manchmal schon, aber in dem Fall nicht.
Sarah Grayson as Sam. Sarah Almalu, ich kann die Schrift nicht lesen, as Katie. Huch, Gone Home, Trophäe. Das war aber abrupt. Das war sehr abrupt. Wir haben, Moment mal, aber was? Okay, hier kann man nichts mehr machen. Fortsetzen könnten wir machen, aber was ist denn mit dem, was ist denn mit dem Trophäen? Wir haben, gefühlt habe ich gar keine Trophäen bekommen. Ich gucke mir das mal gerade an. Was? Ja, ja. Brief an Katie. Du hast alle 23 Tagebucheinträge von Sam gefunden und das Spiel damit abgeschlossen. Verborgen. Trophäe. Toll. Was heißt denn einblenden? Huch. Du hast Mietzes geheimes Tagebuch gefunden? Wo war das? Miau, miau, miau. Spiel ohne optionale Einstellung unter einer Minute abgeschlossen. Was? Spiel ohne optionale Einstellung in unter einer Minute abgeschlossen? Unter einer Minute? Was? Wie? Wie? Spiel ohne optionale Einstellung in unter 10 Minuten abgeschlossen und alle 24 Tagebucheinträge gefunden. In unter einer Minute. Möglich wäre es. Ich meine, wir haben uns natürlich alles angeschaut. Wenn ich genau weiß, wo der Kellerschlüssel ist, wenn ich genau weiß, wo der Dachbodenschlüssel ist. Also der Kellerschlüssel ist im Spind. Da kennen wir die Kombination. Habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ja, möglich ist das, klar. Einblenden. Weihnachtsente an ihren richtigen Platz zurückgelegt. Die Weihnachtsente? Was? Was sind das für Sachen? Alle Wasserhähne im Haus gleichzeitig aufgedreht? Okay, das ist echt Verschwendung. Aber gut, ja. Geheimes Bücherregal im Gästezimmer von außen geöffnet. Okay, das ist... Das ist strange, aber gut. Offensichtlich, wir haben nicht alle Trophäen bekommen. Wir haben die meiste Story haben wir mitbekommen. Also wir haben natürlich alle Tagebucheinträge. Man kann das Spiel auch ohne Tagebucheinträge durchspielen, wie es aussieht. Offensichtlich. Unter einer Minute, Alter. Aber man kann auch gar nicht rennen. Kann man rennen? Steuerelemente. Blick umkehren, Link und Blickempfindlichkeit, Funktion. Man kann nicht rennen. Es ist... Okay. Klar. Offensichtlich geht das. Unter einer Minute. Speedrun Gone Home. Könnten wir mal machen. Aber nicht jetzt. Freunde, das war Gone Home. Ein schönes, kurzes Game. Ich weiß nicht, wie viele Folgen wir gebraucht haben. Wahrscheinlich dreimal so lang wie jeder andere Let's Player. Aber wir lassen uns halt Zeit. Wir wollen alles finden. Alle Trophäen sammeln, wie ihr merkt. Ich habe nichts gefunden. Ja, es war ein schönes, cooles Spiel, ohne groß Action-Maction. Ja, es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Die Story war sehr süß, war sehr schön, bis auf die Story mit den Eltern. Die haben, ich glaube, die sind so ein bisschen, ja, die sind nicht mehr ganz so glücklich, glaube ich. Aber, wir werden natürlich in einem anderen Video sehen. Ich werde ein paar Gedanken dazu äußern. Mal gucken. Mal gucken, was ich da so von mir geben werde. Also, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war das Let's Play zu Gone Home. Ihr könnt mir immer noch gerne Vorschläge geben für Games. So langsam wird die Liste kürzer. Ich hab's gesagt. Die Liste wird kürzer. Sie wird übersichtlicher, sagen wir mal so. Also, vielen Dank nochmal fürs Zusehen und lasst mir noch gerne einen Kommentar da, wie euch das Spiel gefallen hat, wie euch das Let's Play gefallen hat.
Lasst Likes regnen, Abos regnen. Während ich aufnehme, haben wir 399 Abonnenten. Wir kriegen es hin. Die 400 sind bald geschafft, Freunde. Also vielen Dank nochmal und wir sehen uns in einem neuen Let's Play wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.